Vor ein paar Monaten habe ich die Freefly Movie ausgepackt. Ende Oktober, und das ist immer noch so schönes Wetter, dass ich mit meinem E-Board wieder düsen kann auf dem Felder. Ich muss nicht vergessen, warum ich hier gekommen bin. Einmal unboxen. Ich habe das von Arctis Day gekauft. Das ist die Movi, der Cinema-Robot. Wow, das ist genial. This is it. Das Baum hier ist verbrannt. Ich habe meine Tasche super schmutzig gemacht. Ich habe versucht, den Stabilisator auf dem Skateboard draufzusetzen und mit dem Fuß das festzuhalten. Aber die Vibration von dem Skateboard bringen die Software, Stabilisationssoftware, einfach in Tilt. Das klappt nur, wenn man es in Hand richtig hält. Kurz danach bin ich nach Transsilvanien geflogen. Da habe ich einen guten Kumpel von meinen Studiumzeiten, eigentlich Gymnasiumzeiten, besucht. Und er sagte mir, hey, ich habe einen Lebenstraum erfüllt. Und zwar, ich habe eine topmoderne Kieferchirurgie und Zahnarztklinik aufgemacht. Hast du Lust, ein Video darüber zu machen? Ich habe gesagt, why not? Warum nicht? Lass uns das machen. Wir haben alles in nur eine halbe Stunde gefilmt, bevor die Klinik aufmacht. Mit meiner Samsung Note 9 und Freefly Movi plus die Luftaufnahmen mit dem Mavic Pro 2. Und alles das mit minimalem Schaden. Ich habe geschafft, nur einen Glasbild kaputt zu machen. Sonst war alles gut. Ich muss zugeben, wenn ich diesen Raum gesehen habe, wo zwei Behandlungsstühle sind, ich musste denken an so eine Art Paarbehandlung zum Beispiel. Also genauso wie gut wie eine Paarmassage. Wir haben uns ins Zeug gelegt und das ist rausgekommen. Die ganze Praxen da in dem Klinik sahen so toll aus, dass ich zugeben muss, dass ich Lust drauf bekommen habe und habe ich mich da behandeln lassen. Also ich meine, ich mache Videos und ich empfehle nur Sachen, die ich selber probiert habe oder was mir eigentlich gut gefällt. Ich habe eine alte Zahnfüllung, Amalgam-Zahnfüllung erneuern lassen,
für bescheidene 47 Euro, die mir sogar die Krankenkasse hier in Deutschland erstattet hat, weil vermutlich für den auch günstiger so. Und ich kann es nur empfehlen.